Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved, wo wir... Endlich mal wieder, yay! Genau, ja, für uns endlich mal wieder, für die wahrscheinlich ja dann... Genau, direkt im Anschluss sozusagen ein paar Tage später. Genau. Wir haben aber jetzt eine relativ lange Zwischenzeit sozusagen, wo wir jetzt nicht gespielt haben, deswegen bin ich zumindest ganz froh, dass wir jetzt hier endlich mal nochmal spielen. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Womit bin ich dran? Achso, wir wollten als nächstes erstmal, wie wir ja auch letzte Folge ja ein bisschen angekündigt haben, nochmal ein bisschen hier ausbauen. Das heißt, es wird eine wirklich ruhige Folge, wo nicht ganz so viel passiert, wo wir ein bisschen uns umgucken und ein bisschen hier machen, da machen. Vor allem halt, wie gesagt, ausbauen und dafür müssen wir sammeln. Gehört ja auch zum Spiel dazu. Wir müssen ja nicht immer genau, nur Abenteuer. Was wir uns nämlich überlegt haben, ist, jetzt endlich mal das hier alles aus Stein zu machen, dann die Dinos sozusagen bestmöglich zu sichern. Das heißt, wir werden Littlefoot und, naja, Littlefoot vielleicht nicht, aber wir werden die ganzen in einem Land von unserer Zeit Dinos sozusagen, werden wir wieder raus. Keinen Sinn. Werden wir wieder reinstellen, weil die sonst eventuell, naja, wäre es möglich, dass die halt uns gefressen werden, während wir weg sind. Weil wir wollen nämlich dann mal einfach losziehen. Meine Idee war, dass wir sozusagen einfach losmarschieren und dann einfach mal uns ein paar Schlafsäcke mitnehmen und eventuell... Oh, dieser blöde Stego. Und eventuell, sehr gut. Eventuell. Genau, ja. Ich glaube, er meint, uns irgendwo anders eine Basis suchen, damit wir mal... Ein bisschen was anderes von dieser schönen Insel hier sehen. Diversität hineinbekommen. Ja, genau. Biodiversität der Insel nutzen, weil es sind nämlich noch viele neue Tiere dazugekommen und wir müssen es einfach echt mal machen. Das ist einfach total klasse, was es Neues gibt. Also ich muss die unbedingt sehen, da freue ich mich total drauf. Genau, das würde ich voll gerne machen. So, ich sehe nichts. Halt gerade, also ich bin mal wieder abgelenkt, weil... Naja, weil... Weil? Verdammt, doch. Ich war gerade auch abgelenkt. Weil sich hier... Mein Bronto hat Spike gegen... Spike genauso aufführt wie Spike in einem Land vor unserer Zeit, nämlich ziemlich dämlich. Was funktioniert jetzt gerade so? Bei mir hat nur der Littlefoot gerade gegen einen Dino... Diono... Ein... Dilo heißt er. Dilophosaurus gekämpft. Oh, das war bestimmt ein harter Fight. Ja, das Problem ist halt, dass er dem erstmal hinterherkommen musste und dann haut er den ja mit seinem Schwanz einmal weg. Und dann muss er ihm erstmal wieder hinterherlaufen, weil er ewig weit fliegt. Schon lustiger Kampf dann bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Oh, ich bin wieder am Headbangen. Kennen wir ja. Wer schon. Ist am Headbangen? Ich. Du bist am Headbangen, warum bist du denn am Headbangen? Ja, weil, wenn man so Sachen abbaut, dann macht er immer mit dem Kopf so nach vorne und nach hinten dabei. Bam, bam, bam. Warte mal, wie macht man. Bei mir wackelt auch der Bildschirm ganz dezent, weil. Ja, warum wohl? Bleib mal da lieber stehen. Das wackelt mir sonst zu viel. Oh yeah. So. So, Inventar öffnen. Ja, genau, das heißt jetzt noch eine kleine Folge zum. Wo hast du jetzt die ganzen Materialien hingepackt, die du gesammelt hast? In den vorderen Zaun, der rechts neben dem Eingang steht. Du meinst. Im vorderen Zaun. Also rechts neben der Hütte steht. Bitte? In den vorderen Zaun. Ich meine den Schrank, ja. Ich meine den Schrank. Ah, ich bin nicht so. Oder eigentlich bin ich schon multitaskingfähig, aber ich weiß nicht irgendwie. Naja, gut, du bist so sagen. Fasziniert einfach von dieser Welt und diesen Tieren und. Echt, ja, ja. Genau, und der Tavano hat jetzt auch ein bisschen was geändert. Das heißt, hey, was machst du denn da? In der Aufnahme ein bisschen was verändert, ne? Ich habe was verändert? Ein neues Aufnahmeprogramm. Ach so, oder? Ja, ich hatte wir wollten eigentlich vor kurzem schon mal was aufnehmen. Und ich habe mir neue Festplatten gegönnt mal. Und beim Verschieben des Spiels auf eine externe Festplatte oder auf eine andere Festplatte hat der Xplay gesagt, kenne ich nicht mehr. Und daraufhin hat es einfach nicht mehr aufgenommen. Und dann habe ich das jetzt halt. Ja, halt stattdessen jetzt ein anderes Programm hier drin, damit ich weiter aufnehmen kann. Du hast irgendwas mit dem rechten Schrank gesagt. Meinst du da? Pack die am besten, wenn du jetzt neue Sachen bringst, einfach in den Bronto rein. Da habe ich auch schon ein bisschen Ja, können wir auch machen, ja. Ein bisschen was reingepackt. Ja, einfach dann muss ich nicht alles zusammensammeln jedes Mal, weil die Sachen sind ja so schwer.
Also ich kann noch nicht mal 4 Stacks Steine auf einmal tragen in meinem Inventar. Ja, geht mir ähnlich. Boah, der Stego ist ja auch richtig lahm. Und ich lade das mal in, ich lade das mal in den Bronto. Wenn du überlegst, dass wir jetzt die ganzen Sachen bis zum Schrank einzeln bringen und dann und so weiter und so fort. Das dauert einfach nur noch lang, bis wir das alles gemacht haben. Ja, aber mittlerweile geht's alles wenigstens ein bisschen schneller. Weil wir schließlich jetzt hier ein bisschen Unterstützung von den Dinos haben. Mhm. So. Das Einzige, was nur ein bisschen doof ist oder schade ist, dass, weiß nicht, ob das letzte Mal in der Aufnahme drin war, dass das Ei von unseren Tierchen ja verschwunden ist. Von den... Das kam nicht an, falls du was gesagt hast. Nee, von welchen jetzt? Von den, du meinst von den, Welchen war das auch nochmal? Raptoren. Ach, richtig, ja, genau. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das war irgendwie ein Leck oder so, ne? Also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, einfach als wir wieder zurück da waren, waren sie einfach. Ist auch einfach. Ja. Ich glaube, wir brauchen erstmal Fundamente. Auch nicht Hide nochmal, aber Hide haben wir eigentlich genug. Oh, warte mal, ich lass den jetzt einfach stehen. Wenn wir zu wenig Hide haben, musst du halt Dr. Jekyll fragen. Was soll ich fragen? Wenn wir zu wenig Hide haben, musst du Dr. Jekyll fragen. Oh Gott, oh Gott. Strafe ihn. Ansonsten naja, hat jemand das Buch gelesen? Nein, ich hab's nicht gelesen. Ich hab den Anfang, glaube ich, mal gelesen, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ich hab das irgendwie dann nicht weitergelesen. Aber ansonsten Tierhäute haben wir, glaube ich, mehr als genug. Ja, gut, dann packe ich die restlichen Lichter halt einfach nochmal dazu. Also Eisenbarren haben wir ja auch, das können wir ja alles liegen lassen. Ich meine, das ist halt der Vorteil hier. Wir werden ja nicht geradet. Ja, es gibt keine anderen Spiele auf dem Server, das ist genau. Manchmal ganz praktisch. Aber ich habe jetzt auch vorhin nochmal, kurz bevor wir eingestellt haben, noch ein bisschen Eisen geholt, weil es ist ja wirklich immer mit dem Fliegeviech hochfliegen, Eisen einsammeln, runterfliegen. Und damit wir dann bei Gelegenheit uns wirklich auch mal die Gewehre herstellen können und dann Patronen, das wäre doch eigentlich ganz nett. Ja, aber ich denke mal, das können wir auch auf dem Weg machen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Achso, nee, ich würde das dann hier lassen, das Zeug. Wir können uns ja, wenn wir uns irgendwo ein Lager aufbauen, also auch dann Betten bauen, können wir ja von dem einen Lager zum anderen uns teleportieren. Ja, eben, genau. Allerdings halt ohne Materialien immer. Das heißt mit leerem Inventar. Aber da sollten wir natürlich auch genug Zeugs hier haben, damit, wenn wir zurückkommen, auch noch weiterhin hier existieren können. Ja. Ja, genial. Also ich freue mich schon richtig darauf, bald mal loszuziehen, weil ich will endlich mal ein bisschen was mehr hiervon sehen. Und wir haben ja jetzt auch ein paar stärkere Dinos, das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen was machen hier. Und ich meine, das ist natürlich immer noch nicht vergleichbar zu dem, was sozusagen noch kommen wird. Aber es ist zumindest schon mal cool. Was sammelst du eigentlich gerade? Ich sammle gerade gar nichts. Ich verteile gerade den Kram, den ich habe. Wohin denn? Ich will mal ein paar von den... Ich bin gerade an der Bank, jetzt skill ich ein paar von den... von Alpetra skill ich jetzt gerade. Was willst du haben? Nahkampfschaden? Ne, warte mal. Petra, Ausdauer. Ausdauer, oder? Petra, ja. Ausdauer. Ich habe übrigens ganze 22 Steinfundamente jetzt gebaut. Nicht schlecht. Ja, so dämlich, dass ich die Steinfundamente hier platziere und dadurch mein Inventar voller wird, weil ich das ganze Holz, was da abfällt, dann aufhebe. Also ich finde es sowieso lustig, dass man so riesen Dinger mit sich rumtragen kann. Das ist schon irgendwie ganz lustig. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Holz und kann noch ein paar Teile herstellen. So. Ja. Und ich laufe durch die Gegend und skill alles mal ein bisschen rum. Lalala. Ich mache es immer, wenn ich mit einem Dino zu tun habe, dann skill ich ihn dann. Ach komm, bauen wir dann noch was. Stroh, Holz. Ja genau, also Stein. Ich würde mal sagen, es macht ja Sinn, den, Die beiden, also einer nimmt einen Kano und einer fliegt mit dem Petri oder irgendwie so machen wir das am besten, oder? Ja, habe ich auch überlegt, halt den Kano und einen Pteranodon zu nehmen, einfach damit wir, einen haben, der ein bisschen Überblick haben kann und vielleicht im Notfall
außer Distanzen Viecher erledigen kann oder so. Und einen, der halt den dicken Dino hat, der dann auch ein bisschen gelevelt wird. Würde ich auch sagen. Ich merke auch, vor allem kannst du ja, wenn du fliegen möchtest, kannst du natürlich auch wunderbar scouten aus der. Ja. Was ich mir halt auch denke, wir können auch natürlich zwei Fußviecher nehmen. Ich habe einfach Angst, dass wir irgendwo reinreiten und dann einfach tot sind. Ach, das wäre natürlich doof. Die Chance ist jetzt nicht so gering. Was wollte ich jetzt sagen? Lebende lebt immer noch, das ist so genial. Ja, vor allem nach dem letzten Angriff. Also da habe ich echt nicht damit gerechnet, dass der es überlebt. Aber gut, der war halt drin, ne? Ja, das war sein Vorteil. Witzig. Ja gut, warte mal, was machst du jetzt gerade? Ich tausche hier hinten schön brav Stein, Holz gegen Stein. Soll ich noch ein bisschen mehr Stein hacken? Oder was brauchen wir noch? Ich glaube, aktuell brauchen wir am ehesten noch Holz und Stroh, aber Stein geht, glaube ich, auch. Bin gerade nicht sicher. Naja, warte mal, dann nehme ich mir mal den Trike. Ich glaube, der ist da besser für geeignet. Nee, eigentlich ist was der Trike und was der Stego können, ist absolut das gleiche, bis drauf, dass der Stego quasi die verbesserte Variante ist. Ja, der Trike ist aber weniger, obwohl der ist auch total wenig wendig. Also nehme ich doch. Der ist auch lahm, ja. So, dann nehmen wir jetzt die. Oh, was hast du denn jetzt dich gelevelt größtenteils? Einmal Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube, Bewegungsgeschwindigkeit ist tatsächlich etwas, was ich. Doch, habe ich auch 5 Punkte reingestellt. Also auf 110 habe ich das jetzt stehen. Ich habe schon noch deutlich mehr. Dann Resistenz auf 10. Gewicht 250. Gesundheit 300. Ausdauer 200. Sauerstoff 200. Und ich überlege gerade, wo ich den nächsten Punkt jetzt reinstecke. Keine Ahnung. Wobei, sollte ich es vielleicht machen? Ich denke mal, dass Gesundheit halt schon irgendwie sinnvoll ist. Aber ach komm, ich mache noch mehr Gewicht. Dann kann ich mehr Sachen tragen. Ist im Endeffekt scheißegal, aber. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte das Zeug abladen, damit ich 2 Dinger weiterbauen kann. Das ist nicht so viel. Aha, das ist ja cool. Also Stein brauchen wir auch. Ich kann die ganzen alten Holzsachen. Oh, das ist ja super. Oh, das ist klasse. Man kann mittlerweile etwas, was man, also sozusagen etwas lernen und dann alles andere vorher automatisch mitlernen. Das wusste ich noch nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Nicht alles einzeln machen, sondern man geht einfach zu dem, was man haben will, klickt das an und dann fragt er dich, willst du alles andere auch mitlernen? Und dann sagst du, ja geil, will ich. Und dann macht er das. Mir ist gerade eingefallen, ich kann mal die ganzen Sachen, die wir nicht mehr brauchen aus Holz, okay, das klappt mit der Tür nicht, einfach mal platzieren und dann wieder abreißen. Weil dann kriegen wir ja auch das ganze Holz wieder und dann müssen wir das nicht nochmal einsammeln, weil. Genau, das ist eine gute Idee. Das sind ja ein paar Sachen, die ich hier habe. Okay, einfache Gewehrmunition habe ich schon geskillt. Heißt, gar nicht machen müssen, die habe ich nämlich auch schon. Ja. Aber ich habe noch einiges über. Ja, ist doch nicht schlimm, nur, ja. Da komme ich nicht dran. Weil ich mich nicht bewegen kann. Hyanodon, sehr schön. Jetzt kann ich mich bewegen. Oh, das ist total blöd. Man muss sich hier echt durchgucken hier. Oh, man kann Handschellen. Das mache ich jetzt auch nicht. Ja, viele Sachen sind auch, wie wir auch schon öfters festgestellt haben, eher für PvP gedacht. Ich finde das lustig, wenn ich dich handcuffen würde. Ach, stimmt, du bist ja auch. Oh, ich glaube, ich mache mir mal so einen Ginny-Suit. Bei Gelegenheit. Ich weiß, das ist gerade komisch, was ich mache, aber es ist effizient. Sarko-Sattel, sehr gut. Ah, schade, geht nicht. Ich hab gerade ein lustiges Hobby gefunden. Ich hab, achso, da ist noch ein Pfeiler übrig. Mist, gar nicht. Ah, gut, okay. Ich hab die Holzpfeiler genommen und die immer aufeinander drauf gebaut und dadurch reißen die auch von alleine wieder ab, wenn man die aufeinander baut. Und ja. Das war ganz lustig. Also zumindest ich fand's lustig. Machen wir es gleich mit den Holzdächern nochmal. Brauchst du jetzt noch irgendwas? Das ist die falsche Taste, deswegen klappt's nicht. Stein kann ich immer gebrauchen eigentlich. Fällt der ganze Rest runter. Haben noch 2 Holzwände.
Aber es ist echt krass, also wenn du dir mal guckst, wie jetzt die Einstellungen hier sind im Vergleich zu so diversen PvP-Servern, wir haben halt einfach super langsame Entwicklung. Echt krass. Ja, aber du musst überlegen, also erstens, du kannst ja auch, wenn du einen Charakter hast, einmal mit dem auch auf einen neuen Server gehen und hast dann schon alles, was der, also kannst dann schon alles. Nee, ich meine im Sinne von langsamer Entwicklung mit, das ist auch super, dass wir auch super wenig Erfahrungspunkte und so einen Kram kriegen. Ja, das ist, also Erfahrungspunkte könnten wir kann ich noch was höher stellen, wenn du willst, fürs nächste Mal. Und ansonsten, Nee, das ist, ich finde das eigentlich okay, weil das ist dadurch ein bisschen realistischer. Nur wir brauchen halt viel, viel länger. Ja, ansonsten, es geht ja auf dem PvP-Servern ja auch nicht darum unbedingt, dass du jetzt erstmal ein Jahr lang spielst, bis du alles hast irgendwie und irgendwie was machen kannst und dann irgendwann dich in 2 Jahren vielleicht triffst, sondern es geht ja darum, dass du dir jetzt aufs Fressbrett gibst. Ja, klar, sicher. Verstanden. So, dann gehen wir nochmal Steine suchen. Ich hab hier ein paar. Hast du kein Dino mitgenommen, damit du in Littlefoot den Kram noch reinpacken kannst gleich? Jo. Brauchen wir nicht. Ja, immerhin kann ich auch 170 Steine tragen. Wobei, achso, ich habe auch so viel dabei, deswegen. Ich frage mich aber gerade. Ich höre die ganze Zeit, wenn ich hier am Strand bin, Möwen. Ja. Was für Möwen? Ja. Es gibt keine, ne? Aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Der Pelagornis macht vielleicht so, keine Ahnung. Aber hier ist doch kein Pelagornis. Ah, doch, da vorne fliegt einer, glaube ich. Oder sowas ähnliches. Und wir haben ja auch die Dodos. Aber ich weiß nicht, ob die so schreien. Sozusagen ein, naja. Ein Soundpack. Weiß nicht, was ist das da vorne für ein Tier? Jetzt muss ich sie noch erwischen. Über dem Stein drüber. Da. Das ist ein Dimorphodon, aber der wird nicht so schreien. Nee, und an den solltest du dich besser... Ja, schon klar, aber... Der ist ganz schön eklig. Haben wir doch letztens unser... Ja, genau. Kanon dagegen gekämpft oder so. Das war nicht so cool. Ja. So. Ja, genau. Hast du auch Stroh zufälligerweise mitgebracht? Nee, jetzt erstmal nur Steine. Ja, dann gehe ich gleich mal kurz Stroh sammeln. Und wieder herstellen. Aber Stein ist auch gut, weil davon fehlt uns, glaube ich, am meisten. Und sonst so... Ach Mann, ey. Das ist halt das Problem, also jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum ich dann das mit dem Bauen unseres Lagers grundsätzlich offscreen gemacht habe, weil das einfach doch etwas dauert. Ja, so ist das leider. Naja, was soll man machen? So, F. Du? Dabei, ich meine, dabei machen wir das jetzt sogar zu zweit, ne? Und trotzdem ist es halt irgendwie, ja. Ja, man muss überlegen, ich habe ja, klar, ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo ich es gebaut habe, noch nicht genau, wie alles aussehen soll nachher. Aber dafür hatte ich ja ganz viele Teile schon vorher vorproduziert. Und trotzdem hat das ganze Video im Endeffekt 1,5 Stunden Also, für euch waren es 18 Minuten, glaube ich. Für mich sind es 1,5 Stunden gewesen. Ja, und ich war nur... Ja gut, ich war aber auch nicht dabei, um dir zu helfen. Aber trotzdem, das hat wirklich sehr lange gedauert. Das stimmt schon. Das muss man einfach sagen. Ja. Ja. Ich hole mir gerade mal einen Saurier zum Reiten. Hab da nämlich was gefunden. Ah. So, das hat gut geschmeckt. Und ein Dodo gibt's auch noch als Nachtisch. Allerdings müsste ich das Fleisch mal, dem Raptor, glaube ich, geben, weil der hat noch, keine Ahnung, knapp 20 oder 30 oder 40 Fleisch nur, weil wir den ja neu zähmen mussten. Jetzt geht's. Okay. Was geht's? Ich hing gerade in dem Spiky fest. Immer Geschwindigkeit. Oder ist mir so lahm einfach. So.
Gut, der Bronto oder nicht? Die Animationen in die Level, das du siehst. Ja, also ich habe noch ein bisschen was mehr reingetan. Ja. Ich glaube, ich tue jetzt mal die Saurier noch. Die was? Tue ich die jetzt schon mal. Wir brauchen die großen Saurier noch zum Farmen, oder? Ja, wieso? Also. Ach so, Zera und Ducky und Dingsbums kannst du, wenn du willst, auch reinbringen. Ja, aber das Farmen geht ja schneller mit den Viechern, oder? Ja, das stimmt schon. Du musst einfach mehr bei denen reinladen als. Was ich mit dem jetzt gesammelt habe: Leder und ein bisschen Fleisch. Und das Fleisch. Was? Ich sagte, wenn der zu nah rankommst, dann haust du den. Ja, sowieso. Schon mal passiert. Und das Fleisch machen wir mal da rein. Und das Leder machen wir da rein. Und das Stroh kommt zu unserem Bronto. So, und du hast ja noch, wie ich sehe, ein bisschen Stein mitgebracht. Den Stroh und so noch bringen. Was? Noch ein bisschen Stroh mitbringen. Stroh musst du nichts mitbringen, habe ich gerade 800 gesammelt. Reicht das denn? Ja, jetzt haben wir über 1000 Stroh. Und gerade mal 400 Steine. Also, Stroh reicht erstmal. Jo. Und Holz reicht auch erstmal. Holz reicht auch, okay. Guck ich mal da. Vielleicht kann ich ja mit dem Stego auch Stein. Also ich meine, es hätte nicht funktioniert, als ich es mit dem anderen versucht habe. Warum kommen jetzt noch die 6 Holzdächer her? Keine Ahnung. Ja, jetzt ist er nur überladen. 4. Dann kann das alles wieder weg. Und dann bauen wir weiter. Yay. Ja, wir haben gleich die obere Plattform fertig, also irgendwann. Das ist schon mal gut. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt nicht komplett fertig in Folgen, oder? Dauert sonst zu lang. Ja. Also ihr wisst ja jetzt, wie wir das machen. Haben wir oft genug gezeigt. Genau. Und dann sammeln wir jetzt einfach weiter Steinchen und sonstiges Zeugs und zeigen euch dann. Nächste Folge, das Ergebnis. Direkt, ne? So machen wir das doch, oder? Was hast du dazwischen noch gesagt, vor direkt? Dann starten wir das direkt. Genau. Jo, prima. Also bis dahin, danke fürs Zuschauen. Jo, ciao Leute.